Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im schnellen Spiel in TSW 3. Das Ganze ist leider nachkommentiert, aber dann würde ich sagen, können wir auch gleich mal reinstarten. So, und wir fahren die Fahrt 1950 von Jamaika nach Belmont. Das ist die Strecke. Jetzt habe ich den Namen gerade vergessen. In der Folge wusste ich ihn. Die New Yorker Strecke Long Island Railroad. Jetzt habe ich ihn wieder. Also in Jamaika hat nichts mit dem Jamaika in der Karibik zu tun, sondern das ist hier eine Station. Und zwar eine sehr große. Und die Strecke bin ich ewig nicht mehr gefahren. Für mich selber und mit euch zusammen, glaube ich, noch nie. Die habe ich mir irgendwie mal geholt. Nicht mehr im Sale, glaube ich. Ich habe mir die einfach gekauft, weil ich Bock auf eine Strecke hatte. Und habe sie dann kaum gespielt, weil ich den Wagen nicht so gerne fahre. Obwohl ich sagen muss, den selben Zug der Harlem Line, den fahre ich schon wieder gerne. Der ist ein bisschen besser gemacht, glaube ich. Also, ja, die Long Island Railroad hat ja leider auch nicht so viel Verkehr. Da haben sie ein bisschen was am Fahrplan. Ne, am Fahrplan haben sie, glaube ich, nie was gemacht. Sie wollten immer was dran machen, aber das ging irgendwie nicht. So war das. So, ich suche gerade, glaube ich, wo man die Bremsen auflädt. Genau, da oben. Also nachkommentiert ist immer ein bisschen interessant, nachzuvollziehen, was ich hier mache. So, wir müssen die Bremsen, glaube ich, auf 100 aufladen oder so. Ich glaube, ja. Zack, oder auf 90. Damit der überhaupt sich in Bewegung setzt. Jetzt haben wir sogar über 120 Bremsdruck. Sollte auf jeden Fall reichen. Los geht's in Richtung Belmont. Wir fahren doch direkt durch. Eine Station. Direkter Zug von Jamaika bis Belmont. Und dann wollen wir gleich mal gucken, wie schnell wir hier werden können. Ich kann schon mal versprechen, ich kenne die Folge. Ein bisschen beschleunigen können wir schon, was ich ganz cool finde. So, das ist Jamaika, die Station. Und du fährst übrigens mit Rücklicht lieber vergangen als labern. Gut, dass du das... Ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. Ich dachte schon, ob ich es merke. Ja, jetzt sieht das Ganze vernünftiger aus. Und ich finde, diese Station hat auch ein sehr schönes Bild. So, wenn der so vorherfällt, im Hintergrund noch der Signalposten. Oder Weichen... Nee, nicht Signalposten, Weichenposten. Links und dann der die Station im Hintergrund. Sehr schön. Dann lass uns unseren langsamen Zug hier mal rausfahren. Dann langsam mit dem Zug hier erstmal rausfahren. So langsam ist er gar nicht. Ist ja eigentlich eine relativ Expressverbindung hier. Wenn wir nur zweimal halten. Ich weiß gar nicht, ob der auf wo der jetzt genau herkommt. Also vermutlich ja nicht. Wo endet diese Strecke? Also hier in TSW, wo endet sie? Penn Station? Ich glaube schon. New York Penn Station, ne? Grand Central nämlich nicht, da endet die Harlem Line. Kann es sein, dass der Zug vielleicht aus der Grand Central kommt und dann irgendwie über so eine Nebenbahn hier auf die Strecke fährt und dann bis Belmont fährt? Oder Belmont? Kommt mal an, spricht man es Französisch aus oder nicht? Belmont oder Belmont? Genau. Ich weiß auch nicht, ob das die korrekte französische Aussprache ist. Das ist so Fake-Französisch. So, wir haben ein gelbes Signal vor uns. Wir dürfen 15 laut hat. Also laut, nee, laut hat dürfen wir 35, die fahren wir auch. Und laut, ich glaube, der Regulierung durfte man eigentlich nur 15. Da seht ihr vor uns diese Zahlen, die da übereinander stehen. Das ist die sozusagen, was sie vorgibt. Das ist so ein bisschen, glaube ich, EZB-like. Nur, dass es nur bestimmte Geschwindigkeiten vorgibt und nicht irgendeine Geschwindigkeit mit Bremskurve, sondern es gibt eine bestimmte Geschwindigkeit vor. Das hat sagt allerdings, dass man schneller fahren darf. Das hat es nämlich Streckengeschwindigkeit und das andere ist irgendein Sicherheitssystem. Was ich so manchmal beachte, manchmal nicht. Amerikanische Sicherheitssysteme ist das Ding, was ich nicht, wo ich mich, was ich nicht so wirklich mache. Wo ich bisher nicht eingeschaltet habe und so. Muss ich mal machen. Ich weiß gar nicht, ob es so viel komplizierter ist als das Britische und das Deutsche. Hatte keine Lust, mich mit dem Schiff Ding, ehrlich gesagt. Fehlt mir ein bisschen die Motivation. Aber da ich ja jetzt ab und zu Ami-Strecken fahre, wäre das schon ganz gut. Oder amerikanische Strecken. Ich sollte nicht mal Ami sagen, das klingt so abwertend. Amerikanische Strecken. Ja. So, hier nochmal durch die Vororte von New York. Ich liebe diese Metropolstrecken in New York. Die finde ich auch ganz cool, wenn man so die ganze Zeit durch die Stadt fährt. Das wirkt halt auch wie so eine Metropole. Ich finde, auf der Harlem Line ist das noch ein bisschen heftiger, aber auch hier, obwohl ich jetzt alles
stark besiedelt. Ist halt was ganz anderes als die Sachen, die man sonst fährt, wo man viel auch durch die Landschaft fährt, was ich auch sehr cool finde. Aber ich mag auch diese, ja, urbanisierte Atmosphäre, ja. Wenn ich schon Fachbegriffe benutze, sollte ich sie auch kennen. Also sehr stark besiedelte, überall Häuser, alles Vororte, alles zugebaut, keine freien Grünflächen so wirklich mehr. Das gefällt mir schon auch ganz gut. Und ich mag auch, dass wir jetzt, also die Tutorials, übrigens, die Folgen sind so ein paar Tage, ist doch eine Woche alt, oder? 2, 1,5, wo die rauskommen, weil ich jetzt sehr inaktiv war, muss ich mich auch nochmal für entschuldigen, dass ich inaktiv war. Es lag aber daran, so viel Arbeit, so viel um die Ohren, hab's dann gelassen. Mein PC hat mich nur noch genervt, weil er die ganze Zeit nicht ging. Jetzt weiß ich nicht, ob er im Moment geht. Also, wäre eigentlich komisch, weil ich hatte den zum PC, lokalen PC-Laden gegeben. Und der hat leider nichts gefunden am PC. Jetzt habe ich aber gestern 14 Minuten gezockt und er lief. Hatte ich aber schon mal. Also ich glaube, ich sollte mir nicht die große Hoffnung machen, dass er jetzt dauerhaft läuft. Beziehungsweise er läuft ja dauerhaft, er läuft noch nicht, wenn ich spiele. Aber da jetzt schon erstens die der Versand, wo ich das gekauft habe, der Laden da nichts gefunden hat. Und dann auch der lokale PC-Laden da auch nichts gefunden hat. Und das hat doch ein bisschen Geld gekostet, dass ich das überprüft habe. Also die sollten das. Ich weiß es nicht mehr. Ich werde jetzt, wenn das nicht laufen sollte, muss den PC mal ein bisschen länger aufhaben. Ich muss mal ein bisschen was aufnehmen einfach. Und wenn die Aufnahme dann abbricht, dann haue ich sie halt nicht raus. Das kann ich mir so ein bisschen testen, denke ich. Ja, wir bremsen schon. Warum bremsen wir? Weil wir gleich 15 haben. Ah, okay, wir sind schon gleich in Belmont. Hm. Auf jeden Fall stand zu meinem PC. Ich hoffe, dass es jetzt läuft. Das wäre eine Wunderheilung. Ich wäre auch nicht wirklich zufrieden damit, wenn es jetzt auf einmal laufen würde, weil das heißt, dass jeder das wieder passieren kann, dass der PC wieder nicht geht. Das ist irgendwie scheiße. Mal gucken. Und vor allem, wenn du dann aus der Garantiephase draußen bist, alles doof. Vielleicht schicke ich die Grafikkarte einfach zurück und sage, wie man geht zurück. Sie funktioniert ja irgendwie nicht. Aber das Problem ist, die Grafikkarte funktioniert. Sie sagen ja, die Grafikkarte funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Kaufe mir eine bessere. Ich kaufe jetzt nicht noch eine Grafikkarte, aber wenn ich das geschickt kriege. So, wir haben 15. Die ich übrigens überhaupt nicht einhalte. Ich bin schon wieder mega am Rasen hier. Jetzt bin ich voll in der Bremse. Profilaufführer. Gleich haben wir 5 mph. Das ist so ein Reingekrieche in den Bahnhof. Das ist fast schlimmer als die britischen. Obwohl die Briten das auch ganz gut können, dieses Reingekrieche in Bahnhöfe. Ich finde, die deutschen Strecken haben das kaum. Beziehungsweise was Niedrigste, was du auf Deutschlandstrecken mal hast, 30 bzw. eine 20 bei belegten Gleis, zum Beispiel Hamburg-Lübeck. Das ist das Niedrigste, was du mal im Bahnhof reinfährst. Und selbst im Kopfbahnhof fährst du 30 km/h. Was sind denn 5 mph? Ich habe doch Internet nebenbei auf. Moment. mph in km/h. Irgendwann muss ich mir die Umrechnungsform mal merken, beziehungsweise es ist 1,6, aber ich habe keinen Bock, das auszurechnen. Das heißt, 5 Meilen pro Stunde sind 8 km/h. Ja, mit 8 km/h im Kopfbahnhof finde ich schon sehr langsam. Sie haben kein Vertrauen in die Fahrer. Gut, wenn ich fahre, hätte ich auch kein Vertrauen in mich, dass ich nicht in Prellbock fahre. Ist mir nämlich schon auf die Kopf passiert. Aber generell für 8 km/h finde ich schon sehr langsam. So, weil das ist jetzt hier wirklich ein Gekrieche. Das hier ist Belmont. Ein Kopfbahnhof, wo dann auch viele Züge starten, mit einigen Gleisen, ne? Und die sich dann auf den Weg Richtung Penn Station machen. Oder es gibt ja so eine Verbindungskurve zur Grand Central und so weiter und so fort. Ich kenne das Bahnnetz in New York nicht so super, ne? Also so ein bisschen kenne ich, so ein ganz paar Stationen kenne ich. Vielleicht kommt es ja noch, vielleicht kommt die eine oder andere Strecke noch. Ich denke, New York ist durchaus eine der Regionen oder eine der Städte, wo am meisten Schienen oder meisten Strecken für TSW erscheinen werden, auch noch in Zukunft. Das heißt, wahrscheinlich werde ich es auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Das schien nicht so, wie ich mich kenne, weil ich wahrscheinlich die Strecke auch wieder kaufen werde. So, interne Kamera, äußere Kamera. Jetzt gucke ich nochmal hier auf der Map. Da
Warum auch immer. Weil mir wahrscheinlich langweilig ist, wenn ich hier reinkrieche. Ich weiß, dass ich im 1, 2 Meilen so schnell bin, aber das ist mir jetzt auch gerade zu blöd hier. Mit dem 5 mph. Belmont Park. Ich glaube, es wird Belmont sogar ausgesprochen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe das schon mal im Zimmer New York, glaube ich, gehört. Aber kann sein, dass ich falsch liege. Da vorne ist der Prellbock. Ist das nur so ein einfacher Prellbock, ne? Beziehungsweise, gut, der sieht ein bisschen anders aus als der deutsche Prellbock. Er sieht nicht ganz so stabil aus, finde ich. So deutsche Prellböcke halten, glaube ich, mehr aus als das Ding. Aber vielleicht habe ich auch einfach keine Ahnung. Statik von Prellböcken waren bisher noch nicht mein Thema. Ich kann mich zwar für so kleine Details faszinieren, aber das war bisher noch nicht dabei. So, wir stehen ganz schön gut knapp davor, ne? Einmal auf und dann gucke ich mir das mal von außen an. Ach, das ist doch völlig normal, dass man sich so weit davor stellt. Normalerweise, ja. Gute Halteposition, denke ich mal. So, so stehen wir in Belmont. Und dann beenden wir so auch so langsam die Folge. Gleich kommt noch kurz die Auswertung. Aber ich würde mich jetzt schon mal ausklicken und verabschieden. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Oh. Ach ja. Kurz nochmal ganz gesprochen. Habt ihr gerade den Typen gesehen? Da ist einer gerade durch den Zug gegangen. Nochmal, ob das nochmal kommt? Ich glaube, das kommt gleich nochmal. Müsste auf die Mitte des Bildes. Jetzt läuft wieder einer durch den Zug. Steigt irgendwie auf der rechten Seite aus und läuft durch den Zug. Ja, TSW und Passagiere, das läuft nicht immer so super. So, jetzt aber Tür zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge. Da ist die nächste Dame, die durch den Zug läuft. Geister. Weißbrot. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und tschüss.